So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Wir spielen Indie-Horror-Grusel-Scheiß mit mir, Lunetschki Jawolskin. In dem Fall nennt sich das Ganze Neverending Nightmares. Niemals enden wollende Albträume. Und wir starten einfach mal direkt los. Ich habe keinen Plan, worum es hierbei geht. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir das auf Kickstarter unterstützen könnten. Auf jeden Fall lesen wir, oder ich, erstmal den Text. Neverending Nightmares is still early in development. This demo is rough around the edges, but we fear that it gives you an idea of what we want to create. We can't make the game without you. We need you to back the project so we can afford to finish it. We also need your feedback. Tell us what you like and what you think needs work. We look forward to hearing from you and hope you enjoy Neverending Nightmares, Infinite Team. Bla bla. Okay. Wir können auf F4 quitten, auf Alt können wir quitten, auf Leertaste interagieren und damit bewegen wir uns. For best play in the dark room with headphones. Wir können aber auch einfach mit dem Controller spielen, das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann nehme ich mal meinen Controller einfach in die Hand und interagiere dann einfach mal mit A. Das sieht schon mal gut aus. Okay. Oh je. Oh je. Oh je, was ist denn da passiert? Ich finde den Zeichenstil schon mal richtig töft. Das sieht so ein bisschen aus wie mit Kugelschreiber oder Bleistift. Wobei mehr schwarzer Kugelschreiber so ein bisschen. Mussten wir nämlich früher in Kunst auch mal zeichnen mit schwarzen Kugelschreiber, so eine Bilder. Ich sehe gerade, da links ist ein Bild, da ist der Slenderman hinten im Wald. Der ist Slendy, altes Haus. Gut, sprinten kann ich nicht. Ich kann nur ganz normal langsam laufen. Ich könnte jetzt quasi mich umschauen. Und wie wir gesehen haben, also am Anfang haben sie gesagt, dass das quasi das Spiel noch in Entwicklung ist. Und das ist mehr oder weniger eine spielbare Demo und wir sollen Feedback geben und gegebenenfalls, wenn uns das gefällt, das Spiel unterstützen. Ich werde den ganzen Link natürlich dazu in die Beschreibung packen, wenn euch das Spiel gefällt und wir es unterstützen möchten. Das werden wir dann im Endeffekt am Ende sehen. Ich mag die Schattierung unten schon mal, also den Schatten und so weiter und so fort. Hier ist aber, glaube ich, erstmal nichts. Also gehen wir mal raus. Yo, schicke Bilder. Das eine da hinten sieht natürlich nicht mehr ganz so schick aus. Und das ist Bilder seiner Vorfahren. Ich habe keinen Plan. Warum ist der Boden eigentlich so neblig? Soll das Teppich sein oder ist das Nebel? Ich habe keinen Plan. Ich bin mal wieder total überfragt, aber ich gehe mal einfach hier rein. Oh, schnieke Bilder auf jeden Fall. Hier ist aber auch nichts. Außer schwarzer Nebel, der so ein bisschen wabert auch. Überall schwarzer Nebel. Wie gesagt, der Zeichenstil, die ganzen Animationen, gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Erinnert an ein hübscheres Flash-Game. Nochmal Slender. Oh, der Keller. Na, das wird ja lustig. Ich gehe garantiert nicht zuerst in den Keller. Ich komme hier nicht raus. Gehe ich mal da lang. Ums Eckchen. Eine verschlossene Kiste, mit der können wir nichts machen. Wir können, glaube ich, erstmal nur Türen öffnen und Gänge betreten, oder? Wie mir scheint. So kann ich auch nichts machen. Kann ich denn irgendwie eine Art Sprint benutzen? Nö. Aber ich finde schon mal super, dass das Ding einen Controller-Support hat. Das haben ja die wenigsten Indie-Games bis jetzt. Hier ist aber wirklich nirgendwo was, oder? Ein offenes Fenster, noch eine Tür und noch eine Tür. Alter Schwede, alter ist das gruselig, ey. Ich finde ja Puppen allgemein sehr gruselig. So ein Zimmer voller toter Puppen. Das ist schon so ein bisschen leicht gruselig. Ist aber auch ein riesiges Haus. Haben wir schon wieder so einen Gang, bei dem wir um die... Was ist das denn, ey? Alter Schwede. Dieser schwarze Nebel ist sehr bedrückend. Na, mal schauen. Ich mag den wow! What the fuck? Wow! Junge! Tu mir doch sowas nicht an! Ich hoffe, wir werden hier nicht verfolgt von irgendeinem Wesen. Es wird immer dunkler. Wir können immer weiter um Ecken latschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es teilweise irgendwie im Kreis rumgeht. Nee, keine Ahnung. Da ist ein Zettel. Kann man den lesen? Nö. Aber hier sind wieder Türen. Mhm. Ein Nähraum, Nähmaschinen, Nadel und Faden, Totenschädel an der Wand. Gezeichnete. War das gerade ein Atmen? Habt ihr das auch gehört? Oder werde ich paranoid? Keine Ahnung. Warum spielen wir eigentlich ihn? Was hat das am Anfang mit dem Mädchen auf sich gehabt? Warum ist der Slenderman auf dem Bild mit drauf? Und was hat er mit dem Mädchen zu tun? Ist das vielleicht seine Tochter?
Ma. Ach du Scheiße. Okay. Pure Dunkelheit erwartet uns hier. Kann man hier irgendwo vielleicht langlaufen? Nee. Es ist einfach zu neblig. Beziehungsweise zu gestrichelt. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass hier irgendwie Blut ist. Irgendwas Rotes ist erkennbar. Aber da können wir erstmal noch nichts machen. Nun gut. Einfach weitergehen. So tun, als hätten wir nichts gesehen. Ah, eine Kerze. Na, schau mal, guck. Jetzt können wir auch diesen Nebel aufhellen. Das ist super. Das ist cool. Dann traue ich mich jetzt auch in den Keller. Mehr oder weniger. Aber erstmal gehen wir in den Nebenraum hier. Und schauen, was da jetzt war. What? My God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? In your hearts forsaken me. Wake up, grab a brush and put a little makeup oder sowas. Keine Ahnung. Jeder, der das erkennt, bekommt von mir einen Keks. Oder weiß, woher das ist. Ach du Kacke. Pure Dunkelheit. Wow. What zur Hölle? Okay. Jetzt fängt es an, wirklich spannend zu werden. Ach du Sch... Ah! Wow! Da ist was hinter mir her! Habt ihr das gesehen? Oh Gott! Tu mir doch sowas nicht an, Spiel! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lauf, 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 lauf! Erwin, lauf! Jürgen! Joachim, wie auch immer du heißen magst! Da war irgend so ein Gruselmädchen! Oder sowas! Oh Gott! Puh, alter Schwede! Das Zeichentrick-Kritzelein so eine Atmosphäre aufbauen können. Unbeschreiblich, Leute. Unbeschreiblich. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Stil genau ist. Ist es im Kugelschreiber-Stil oder ist es... Oh, oh, was, 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 was? Ich hab nichts gesehen. Ich hab einfach nur den Sound gehört. Ich will nicht. Mami. Why have you forsaken me? When angels deserve to die. Ja, ja. Alter Schwede. Bitte nicht. Ist das Kugelschreiber oder ist das Bleistift oder ist das, Dadurch, dass es ja schwarz-weiß ist, würde ich eher auf Bleistift tippen. Aber wie gesagt, dieser Stil, dieses Kritzeln, diese einzelnen Striche. Bleistift ist ja viel feiner. Das wirkt eher kugelschreiberig. Ein seltsames Wort. Kugelschreiberig. Ein Enterich. So, jetzt ab in den Keller. Ich da nicht wirklich Lust drauf habe, aber wir müssen, ja. Mehr oder weniger. Das ist der letzte Raum in diesem Haus, der uns geblieben ist, den wir noch nicht erforscht haben. Eine Axt. Okay. Kerze ist aus. Ah, ah, ah. Oh, wow. Was? Nein. Oh Gott. Wir haben die Axt hier. Warum sind wir im Bettfach geworden? Wir nehmen sie einfach mit. Und schlagen uns jetzt damit aus dem Haus raus. Gute Idee. Wunderbare Idee. Also los, raus hier. Einfach geradeaus zur verschlossenen Tür und schon geht das ab. Die Kerzen gehen aus. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Halleluja, ey. Wir müssen doch nur... Ist das ein Bild vom Slenderman auf der Kommode? Wie ein ziemlicher Slender-Freak hier am Werk, was? Da stampft doch irgendwas. Woher kommt denn das? Aus der Holzkiste? Ich werde einfach nicht näher drauf eingehen. Und einfach geradeaus weitergehen. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Ganz sachte. Ganz sachte. Lune, du kannst das. Ist doch nur Zeichentrick. Gemalt. Kunst. Mit Paint. Krawalmen! Schlagen wir uns durch. Und gehen hinauf. Auf den Dachboden des Grauens. Was? Da hat sich jemand erhangen. Mensch. Agnes! Hä?
Ach, er ist unten Irrer in der Gummizelle oder was? Okay, ich habe das Ende der Demo erreicht. Ja. Also ich muss sagen, ist zwar noch kein Stück ansatzweise fertig. Wo sind meine Schuhe? Warum sind denn die da hinten? Ich muss kurz meine Schuhe anziehen. Meine Hausschuhchens. Ist zwar noch kein Stück ansatzweise fertig. Aber für eine Demo ist das doch schon mal relativ atmosphärisch gestaltet. Ich mag den Zeichenstil. Ich finde, die Soundkulisse ist super. Es ist zwar alles noch ein bisschen wurstig, aber ich denke mal, da steckt eine Menge Potenzial hinter. Wenn man da ein gutes Spiel drum stricken kann, wird natürlich wahrscheinlich nicht allzu lang. Ich meine, das will man da großartig machen. Man könnte ein Adventure draus machen mit mehr Interaktionsmöglichkeiten. Das wäre so mein Ding, dass man halt vielleicht mehr Sachen kombinieren könnte, vielleicht mit einem kleinen Inventar oder sowas, um halt mehr Rätsel hinzukriegen. Aber ansonsten, die Atmo ist schon mal ganz knufte für den Zeichenstil. Gefällt mir, ja. Eure Meinung dazu? Ansonsten, ich hau euch mal die Demo gerne in die Beschreibung, beziehungsweise auch das Kickstarter-Ding. Dann könnt ihr euch das mal näher anschauen. Ich habe mir jetzt einfach nur mal gedacht, komm, schnappst du dir mal irgendeine Demo. Die sah ganz interessant aus. Und ja, das war's dann an der Stelle erstmal von mir. Alles Weitere liegt jetzt an euch. Eure Meinung zu dem Spiel und dem Video natürlich, was ich gemacht habe, in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar freuen. Einen netten Kommentar natürlich. Ansonsten, Kritik ist immer gern gesehen, solange es nicht irgendwie heißt von wegen, du Hurensohn, halt's Maul. Es ist nämlich keine Kritik, ist eine Beleidigung. Und dann muss ich euch leider blockieren. Also, auf dann auch bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, liebe Leute. Blablabla.